So, hallo und herzlich willkommen zu Link's Awakening. Wir waren gerade im Wundertunnel, da müssen wir jetzt auch noch mal kurz rein. Ich habe nämlich eine Kiste vergessen. Genau. Nach einer Klasse. So. Und hepp, jetzt komm schon. So. Nee. So. Na, toll. Schauen wir mal, was da in der Kiste drin ist. Ha. Hi, brauche keine Feder mehr. So, die Kiste meine ich. Komm, verzieh dich. So. Ta-ta-ta-ta, du hast 50 Rubine gefunden. Sehr nice. So. Jetzt aber kommen wir raus hier. Ach, komm schon. Jetzt lass mich hier raus. Ach. Um hier rauszukommen, muss ich das auch noch öffnen. Na klasse. Ja. So, aber jetzt. Habe ich sonst irgendwas? Nein, sehr schön. Haben jetzt raus hier. So. Hier drüben war noch eine Höhle. Also schon mal da noch kurz rein. Okay, ein Fisch. Ich bin Manbo, Kind des Sonnenfisches. Hast du schon eine Flöte bekommen? Nein. Oh, das ist also keine Flöte. Okay, wir brauchen also eine Flöte. Das kann ja interessant werden. Wir müssen zur Bucht, glaube ich. War der Hinweis. Ich brauche jetzt sowieso eine Feder, also. Wie? Wie? So. Ist schon ein Weilchen her, seit ich das letzte Mal gespielt habe. Also seit der letzten Aufnahme, meine ich. Da ist noch eine Höhle. Schauen wir mal, was es da gibt. Komm schon. Gibt's hier irgendwas Interessantes? Nein. 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 Nicht. Hier. Nein. Nein. Hä? Okay. Sehr interessant. Okay. Okay. Negativ. Hier gibt es also nichts. Dann mal weg hier. Ich glaube, hier gibt es überhaupt nichts Interessantes mehr. War ja nicht. Ist ja nicht. Doch, der ist. Und. Hui! So, wollen wir hier hin? Ich fühle mich verfolgt. Ich fühle mich verfolgt. Hä? Ich verfolge den Geist. Ah, ich habe eine Idee. Glaube, das erinnert mich. Das ver. Ne, muss ich dahin? Okay, ich probiere was aus. Erstmal wieder ein Wallbau. Und. Hui. Ich werde vom Geist verfolgt. Ein Stalker-Geist. So, ich war doch mal. Ich weiß nicht, war ich mal? Oder war das in der verkackten Aufnahme? Ich weiß es gerade nicht mehr. Auf jeden Fall müssen wir zu dem Grab da drüben hin. Glaube ich. Ja. Ist es das? Nein. Ist es auch nicht. Vielleicht zum Friedhof? Oder nein? Ah, ich glaube, ich weiß es wieder. Ich glaube, wir müssen zum verlassenen Haus am Strand. So, also erstmal zum Strand. Oder? Doch, Strand.
ein bisschen Speed, damit wir hier nicht ewig brauchen. So. Strand, Strand. Ich muss zum Strand. So, das Haus war auf der anderen Seite. Ach, klasse. Wie viele Muscheln haben wir eigentlich? 14. Fehlt noch eine. Können wir wieder ein Geschenk abholen. Das wird wahrscheinlich wieder eine Muschel sein. So, hier. Doch, hier war das Haus. Bin ich hier richtig? Hier. Reingehen. Mein Haus. Okay. Ist doch hübsch. Wir können resonant werden. Nostalgia, come sempre. Genug Friedhof, bring mich mein Grab. Okay, jetzt müssen wir dahin, wo wir gerade eben waren. Halt, nein. Zuerst so. Okay, also wieder zurück. Stiefeln, geht schneller. Warum braucht das, braucht der Geist eigentlich mich dazu? Naja. Zuck, so. Auf zum Friedhof, auf zum Grab. New. So. Mal was anderes. Nicht nur Level erkunden und so, auch mal einem Geist in Not helfen. Zuck. Kraftarmband. So. Genau. Zack, ich bin zu stark. Tata, ich kann einen Felsen hochheben, der so groß ist wie ich. Uhaha. So. Feder. Aber ich brauche eine Feder zum Springen. Ist da eigentlich was? Moment, das mag ich jetzt dann doch wissen. Hey, daneben. Oh, schade. Ach doch, du hast eine Zaubermuschel gefunden. Ja, ja. Olé. Das heißt, wir haben jetzt 15. Danke, eine Vase in meinem Haus. Schaut runter. Tschüss. Endlich. Da bist du wieder. Um in das große Fischmaul zu gelangen, musst du an einer Stelle der Zwergenbucht tauchen. Du kommst dem Windfisch immer näher. Die Zeit des Erwachens ist nicht fern. Also, wegen dem Geist hat uns jetzt die blöde Eule nicht gefunden. Ach Gott. Wir hätten den Geist doch noch mehr halten sollen. So. 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 Das machen wir jetzt ein bisschen anders. Wir gehen jetzt in den Warp. Dann kommen wir wahrscheinlich aber oben raus. Oder? Genau. Also eins weiter. Und tata. So. Zu dem Haus gehen wir auch gleich, aber ich glaube, so kommen wir da auch hin. Jetzt muss ich nur schauen, wie ich lang muss. Habe ich das denn? Nein, falsche Ding. Not the way I wanted. Woo. So. Woo. Nein. Scheiße. Sagst du, unter Brücken, geheim sie lange leben.
Ach, das war das. Nee, hier will ich gar nicht. Halt, ich hab doch jetzt einen Hibiskus. Ich muss zum Zutruf. Ich brauch bald Heilung. Oh, Lea. Die Ziege war hier? Ha. Oh, wie entzückend von dir. Du hast mir einen Hibiskus mitgebracht. Wenn du so ein Gentleman bist, könntest du mir einen Gefallen tun. Jo. Könntest du für mich einen Brief zu Wright, zu Dr. Wright bringen? Ich lebe am Rand vom Zauberwald, bitte. So. Du hast einen Hibiskus gegen den Brief der Ziege getauscht. So, dann spielen wir halt Postbote, Mr. Wright, im Norden. Machen wir das? Doch, das machen wir gleich. Da gibt's nämlich was Nettes, was wir eigentlich jetzt im Wald brauchen könnten. Doch, ja. Wir machen's gleich. Hui. Ah, fast wohl. Moment. Dann könnte ich mir die Fee holen. Gib mir die Fee. Obwohl, ist das hier schneller? Oh, wir müssen einfach raus. Halt nein, zurück, mir ist schneller. Also Mr. Wright, der Typ im Norden vom Zauberwald. Moment. So. So. Links rum. Zack. So, jetzt brauche ich glaube ich nur noch Federn. Ja, Federn. Eigentlich nur eine. So. Tudelu. Hep. So, jetzt bekommen wir hoffentlich was Neues. Was ist das? Das ist ein Brief für mich, Schlief. Das ist ja toll. Und sieh doch, mit einem Foto. Ja, Prinzessin Peach? Sie ist das so hübsch. Warte, ich muss dir irgendetwas für deine Mühen geben. Moment. Dieser Besen ist alles, was ich habe, okay? Hau raus. Aus Dankbarkeit hast du von Dr. Wright deinen Besen erhalten. Wenn er wüsste, wie Christine wirklich aussieht. Tja, das wird er hoffentlich nie erfahren, der Arme. So. Den Besen, den geben wir auch gleich ab. Dazu müssen wir ins Dorf. Zu Ulriras Putzfrau. Ja, ist nicht Ulriras Putzfrau, aber die steht halt vor seinem Haus und putzt und kehrt. Aber wie wir jetzt mit Erschrecken feststellen werden, sie hat ihren Besen, glaube ich, verloren oder so. Und großzügig wie wir sind, geben wir ihr unseren. Da ist sie auch schon. Ein neuer Besen für mich. Er ist doch für mich, oder? Klaro. Danke, ich gebe dir dafür den Angelhaken, den ich beim Kehren am Fluss gefunden habe. Ich habe einen Angelhaken. Du hast den Besen gegen einen Angelhaken getauscht. Was wirst du wohl für den Angelhaken bekommen? Ja, das wollen wir alle wissen. So, aber jetzt. Was gibt's denn im Laden? Wie viel waren das nochmal? Ja, 89 Rubine für einen Bogen. Das ist doch ganz günstig. Den brauchen wir aber frühestens vor Level 6, also jetzt noch nicht. So, Moment, ich muss zur Bucht. Dann muss ich noch ein zweites.